Was Kinder in den ersten Lebensjahren für eine gesunde Entwicklung brauchen, das sagen uns ja Hebammen und Kinderärzte und Logopäden und Bindungsforscher und Neurobiologen und Historiker. Aber die Antwort liegt auch in uns allen. Und ganz einfach zusammengefasst in dem Wort Mama. Mit Mama verbinden wir alle so viel: Erinnerungen, Erfahrungen, Sehnsüchte. Und die Kinder, die sprechen es ja jeden Tag aus. Die kennen die Wahrheit. Die wissen, was sie brauchen. Sie sagen Mama, morgens, abends, beim Lachen, beim Weinen. Denn Kinder brauchen besonders in den ersten Lebensjahren Mama und Papa um sich als Vorbilder. Sie brauchen diesen Halt, dieses Urvertrauen, dass alles gut ist und richtig ist und dass sie selbst richtig sind. Also, lasst uns die Sprache der Kinder wieder verstehen. Das ist unsere eigene Sprache. Mama. Lasst uns das feiern und die ersten Lebensjahre der Kinder würdigen, gemeinsam verbringen, sie frei groß werden lassen. Lasst uns für die Kinder da sein. Das brauchen Kinder. Ich bin Anna. Ich gehöre der Bewegung der Mütter der neuen Zeit an.